So, los geht's. Jawohl. Dankeschön. Die einzigen zwei Gäste her, die uns beim Unterrichten her zuschauen werden. Ein paar Fische. Liebe Schüler der dritten Klassen, im Moment können wir den Unterricht leider nicht so führen wie gewohnt, aber wir möchten euch trotzdem die nächsten Kapitel der Mathematik ein bisschen näher bringen. Das neue Thema, das wir mit euch machen wollen, ist das Thema Terme. Und die Aufgaben werden bis 30. April von uns vorgestellt in diesem Video. Damit wir einen guten Überblick haben, ist der Arbeitsplan bis 24.04. gelb markiert und der Arbeitsplan bis 30. April ist blau markiert. Wann sollt ihr mit dem Arbeitsplan starten? Den Arbeitsplan findet ihr nach Ostern am Mittwoch auf der Schulhomepage. Dort könnt ihr ihn runterladen, ausdrucken. Ihr könnt ihn aber auch, wenn ihr keinen Drucker habt, von der Schule holen. Es sind A1, A2 und A3 und B1, B2 und B3 bis 24. April abzugeben. Und bis 30. April haben wir dann noch A4 und alle C-Teile und natürlich auch B4. Auf der zweiten Seite des Übungsplans habt ihr noch sicher Kopfrechnen, SICORE, und da würden wir euch bitten, dass ihr jeden Tag ein paar Minuten einfach das Kopfrechnen nicht verlernt. Gut, da wir dir leider keine Erklärung bieten können in der Schule, haben wir einige Videos verlinkt. Ich möchte euch das am Beispiel von A1 erklären. Wir haben einen Link. Diesen Link kopierst du bitte und gibst ihn in deinen Browser ein und dann schaust du dir das erste Lernvideo an. Wenn du das erste Lernvideo gesehen hast, schaust du dir das Einführungsbeispiel im Buch an, in dem Fall auf Seite 67, und im Anschluss müsstest du fähig sein, die Beispiele dann lösen zu können. A1 besteht aus Gleichungen und Termen. Um dir den Einstieg zu erleichtern, möchte ich gerne mit dir das erste Beispiel rechnen. Ihr braucht das dicke Buch auf der Seite 67, 398a. Wir haben die Angabe 5x plus 3 ist gleich 13 plus 3x. So, was machen wir zuerst? Wir wollen die x auf eine Seite bringen und die Zahlen auf die andere Seite. Wir haben hier 5x und da 3x stehen. 3x ist kleiner, somit geben wir die 3x auf die linke Seite. Wir machen unseren Operatorenstrich und schreiben hin minus 3x. Gut, dann schaut es so aus. Wir haben jetzt 5x minus 3x plus 3 ist gleich 13. Können wir gleich ausrechnen. 2x plus 3 ist gleich 13. Jetzt müssen wir den 3er zum 13er bringen. Wir machen wieder unseren Operatorenstrich. Minus 3. Dann haben wir in der nächsten Zeile 2x ist gleich 13 minus 3. 2x ist gleich 10. 2x heißt ja auch 2 mal x. Wir machen immer das Gegenteil. Wir dividieren jetzt durch 2. Das heißt, der 2er kommt auf diese Seite rüber. Dann haben wir x ist gleich 10 geteilt durch 2 und das Ergebnis ist dann 5.
Mit dieser Einführung könnte nun sicher auch B, C und D lösen. Und das zweite Beispiel erklärt euch jetzt mein Kollege. Beim nächsten Beispiel geht es um das Vereinfachen von Termen. Wir berechnen das Beispiel 814a auf Seite 169. 4x plus 5y minus 3x plus 8 ist gleich. Wir vereinfachen die Terme, indem wir Terme, die gleich sind, zusammenfassen. Gleiche Terme haben immer dieselbe Variable. In diesem Fall rechnen wir 4x minus 3x. Ergebnis x. Terme, die wir nicht vereinfachen können, schreiben wir herunter. Da hier keine Terme sind, die die gleiche Variable haben, sind wir hier schon fertig. Jetzt müssen wir noch die Probe durchführen. Zur Probe verwenden wir den Anfangsterm, das ist unsere Angabe, und den Endterm, das ist unser Ergebnis. So, für die Probe setzen wir unsere Variable jetzt in den Anfangsterm ein. 4 mal 2 plus 5 mal 3 minus 3 mal 2 plus 8 ist gleich. Jetzt berechnen wir die Terme. 8 plus 15 minus 6 plus 8 ist gleich. 8 und 15 ergibt 23. Minus 6 plus 8 ergibt plus 2, ist gleich 25. Das ist das Ergebnis des Anfangsterms. Nun berechnen wir den Endterm. Der Endterm ist unser Ergebnis aus der Vereinfachung. 2 plus 5 mal 3 plus 8. Zwei plus 15 plus 8 ist gleich 17 plus 8 ist 25. Wenn das Ergebnis des Anfangsterms und das Ergebnis des Endterms richtig ist, dann ist die Probe richtig und wir haben hier richtig gerechnet. Gut, jetzt kommen wir zum Thema A2, Potenzterme. Sieh dir nun bitte das Einführungsvideo an. Gut, du hast dir das Einführungsvideo nun angesehen, kennst dich aus. Als nächstes nimmst du dein Buch wieder auf der Seite 170 und rechnest bitte das Einführungsbeispiel genau durch, damit du dich noch besser auskennst. Ja, ich möchte auch gerne noch ein Beispiel mit dir machen, und zwar 822a. Ein ganz einfaches Beispiel. Wir haben x plus x plus x plus x und nochmal ein x dazu. Jetzt brauchen wir nur zählen. 1, 2, 3, 4, 5 mal das x. Und wir haben somit 5x. Das war's schon. Ja, wir haben ja aufgeschrieben Potenzterme. Wir brauchen jetzt bei b noch r hoch 3 plus r hoch 3 plus r hoch 3 plus r hoch 3. Geht im Endeffekt ziemlich gleich. Wir müssen wieder zählen. 1, 2, 3, 4. Und ich schreibe hier hin 4r hoch 3. Die Potenz, also die Hochzahl, wird einfach mitgenommen. Gut, das nächste Beispiel, 823. Laut Übungsplan müsst ihr die ganze Nummer machen, also von A bis M. Ich mache gemeinsam mit euch die A. Wir haben 3x
hoch 2 plus 5x hoch 2. Wir brauchen nur 3 und 5 addieren, dann haben wir 8 und schreiben auf 8x hoch 2. Das ist das Ergebnis. Und bei den anderen Nummern, also von b bis m, geht es eigentlich genauso. Ein Tipp von mir: Ihr dürft nur dann addieren, wenn die Potenzen gleich sind. Danke, Herr Kollege, für den Hinweis. Deshalb machen wir jetzt noch 827a. 827a ist übrigens bei B1 ein Beispiel. Wir haben 5x hoch 2 plus 3x minus 2x hoch 2. So, der Unterschied zum vorigen Beispiel: Wir haben hier bei 5x die Hochzahl 2 und bei minus 2x auch die Hochzahl 2. Bei 3x haben wir keine Hochzahl. Wir können nur die gleichen Hochzahlen in dem Fall subtrahieren. 5x² minus 2x² ist 3x² und die plus 3x schreiben wir einfach dazu. Plus 3x. Und jetzt haben wir schon das Ergebnis. A3 beschäftigt sich mit Ausmultiplizieren von Termen. Bitte sieh dir nun das Einführungsvideo an. Du hast dir nun das Video angesehen. Jetzt gehst du bitte auf Seite 178 und rechnest dir das Einführungsbeispiel durch. Wenn du das gemacht hast, sehen wir uns ein Beispiel gemeinsam. Nummer 886a. Beim Ausmultiplizieren spricht man davon, wenn man eine Zahl mit einem Term in einer Klammer ausmultipliziert. Das funktioniert folgendermaßen: Wir machen einen Teil von der Zahl zum ersten Teil der Klammer und einen Teil zum zweiten Teil der Klammer. Und so rechnen wir es jetzt aus. 5 mal a ist gleich 5a plus 5 mal b ergibt 5b. Das ist auch schon das Ergebnis. Wir können natürlich auch gerne ausmultiplizieren, wenn eine weitere Variable dabei ist. Wie zum Beispiel im Beispiel 889a. Hier multiplizieren wir 2x mit einer Klammer 3a plus 2b. Das Prinzip ist wieder dasselbe. Wir rechnen 2x mal 3a ergibt 6x mal a plus 2x mal 2b ergibt 4xb. Wenn dieser Schritt zu schnell gegangen ist, kann es sich noch einfacher machen. Wir rechnen 2 mal 3 und x mal a. In diesem Fall schreiben wir die Variable in alphabetischer Reihenfolge. Als nächster Schritt 2 mal 2. X mal b. Jetzt noch ausmultiplizieren und ich habe dasselbe Ergebnis wie vorher. Ich möchte mit euch jetzt noch ein Beispiel aus B3 berechnen, wo wir zwei Klammern ausmultiplizieren müssen. Das ist das Beispiel 895a. In diesem Fall müssen wir zuerst analysieren, wo müssen wir ausmultiplizieren.
praktizieren. Einmal hier und einmal hier. Wir berechnen den ersten Term. 3 mal x plus 3 mal y. Wir übernehmen das Plus und berechnen den zweiten Term. 7 mal y plus 7x. Jetzt müssen wir die Variablen noch zusammenfassen. 3x plus 7x ergibt 10x, 3y plus 7y ergibt 10y. Das ist das Ergebnis. Das nächste Kapitel beschäftigt sich mit dem Addieren und Subtrahieren von Klammertermen, unser Kapitel A4. Du kannst dir nun wieder das Einführungsvideo ansehen. Du hast dir nun das Einführungsvideo angesehen. Ich möchte mit dir jetzt gleich das Beispiel 834 im Buch auf Seite 172 machen. 834a. Die Angabe vereinfache so weit wie möglich. Wir haben 34 plus, Klammer auf, x plus 12, Klammer zu. Wenn ein Plus vor der Klammer steht, können wir die Klammer ganz einfach weglassen. Wir schreiben die Angabe nochmal auf, 34 plus x plus 12. Jetzt haben wir die Klammer weggelassen und jetzt beginnen wir zu rechnen. 34 und 12 ist 46 und das x schreiben wir vorher noch hin, x plus 46. Als nächstes möchte ich noch das Beispiel 10 mit euch machen. In diesem Fall haben wir ein Minus vor der Klammer. 34 minus, Klammer auf, x plus 12. Der einzige Unterschied ist, hier haben wir ein Plus und hier ein Minus. 34 minus. In der Klammer müssen wir nun die Vorzeichen ändern. Vor dem x steht ja eigentlich ein Plus, Minus und Plus ist Minus. Minus x. Minus und Plus ist auch wieder Minus, Minus 12. Nochmal zur Erklärung, Minus und Plus ist Minus, Minus und Plus ist Minus. Gut, dann können wir wieder rechnen, ist gleich. Wir haben Minus x. Minus x, 34 minus 12 ist gleich plus 22. Bitte beachte, zuerst schreibst du immer die Variable auf. Also ob du jetzt a, b oder c hast oder in dem Fall x, zuerst die Variable und dann die Zahl. Gut, auch vom Teil B4 möchte ich noch ein Beispiel mit euch machen. Und zwar auf Seite 173, 841b. 841b. Das ist schon ein schwieriges, langes Beispiel, aber gemeinsam schaffen wir das. Wir haben 3x minus 4 minus, Achtung, eckige Klammer auf, 6x minus 6 plus, runde Klammer auf, 2x minus 1. Runde Klammer zu, eckige Klammer zu, ist gleich. Eine lange Rechnung, wir vereinfachen sie jetzt. Wir beginnen einfach gleich wieder hier, ist Gleichzeichen, 3x minus 4 minus. Laut den Voranregeln lassen wir die eckige Klammer noch stehen und befassen uns nur mit der runden Klammer. Das heißt, eckige Klammer auf, 6x minus 6 plus. Die runde Klammer, erinnert euch, die haben wir bei dem Plus einfach weggelassen, machen wir auch jetzt wieder. Also 2x minus 1, eckige Klammer zu.
So, weiter geht's. Ist gleich 3x minus 4. Und jetzt müssen wir die Vorzeichen in der Klammer ändern. Minus und in dem Fall plus ist minus. Minus 6x. Minus und minus ist plus 6. Minus und plus ist minus 2x. Minus und minus ist plus 1. Jetzt haben wir auch die eckige Klammer aufgelöst. Jetzt müssen wir die Variablen zusammenfassen und die Zahlen zusammenfassen. Ich unterstreiche alle Variablen mit einem Strich und fasse gleich zusammen. 3x minus 6x ist minus 3x, minus 2x ist minus 5x. 3 minus 6 ist minus 3, minus 2 ist minus 5x. Dann minus 4 plus 6 plus 1 markiere ich mit einer Wellenlinie. Minus 4 plus 6 ist plus 2, plus 1 ist plus 3. Ihr könnt auch etwas anderes machen. Wichtig ist nur, dass ihr gleich und gleich zusammenfasst. Somit haben wir das Ergebnis. Gut, wir sind noch nicht ganz fertig. Wir brauchen auch noch die Probe. Ich habe da schon ein bisschen zusammengefasst, weil die Tafel sonst leider zu klein wird. Wir beginnen wieder. Wir schreiben auf Probe. Und wie im Buch markiert, x ist gleich 4. Also Probe-Doppelpunkt, x ist gleich 4. Wir brauchen für unsere Probe wieder unseren Anfangsterm und unseren Endterm. E wie Endterm oder Ergebnis. Ja? Gut, wir beginnen mit dem Anfangsterm. Anfangsterm, Doppelpunkt. Nun setze ich für jedes x die Zahl 4 ein. Das heißt 3 mal 4 minus 4 minus, eckige Klammer auf, 6 mal 4 minus 6 plus runde Klammer auf, 2 mal 4 minus 1, runde Klammer zu, eckige Klammer zu, ist gleich. 3 mal 4 ist 12, minus 4 minus, eckige auf, 6 mal 4 ist 24, minus 6, plus 2 mal 4 ist 8, minus 1. Die runde Klammer kann ich weglassen, weil wir hier ein Plus haben. Eckige Klammer zu, ist gut. So, ein bisschen fahre ich wieder auf. Wir können die eckige Klammer zusammenfassen. Ich beginne wieder mit 12 minus 4 ist 8, minus 24 minus 6 ist 18, plus 7 ist gleich. Jetzt werden wir noch das Vorzeichen ändern. Wir haben 8 minus, minus und plus ist minus 18, minus und plus ist minus 7. 8 minus 7 ist 1. 1 minus 18 ist gleich minus 17. Das Ergebnis des Anfangsterms. Gut, aufgrund von Platzproblemen schreibe ich jetzt das Ergebnis wieder hin. Anfangsterm, Doppelpunkt, minus 17. Gut, jetzt machen wir noch den Endterm. Et minus 5 mal 4 plus 3 ist der. Ja, minus 5 mal 4 ist minus 20 plus 3 und das Ergebnis ist minus 17. Somit haben wir
im Anfangsterm und auch im Endterm das gleiche Ergebnis und machen noch unser Hackerl. Ja, das war unser erstes Lernvideo für euch. Wir hoffen, es bringt euch was, uns hat es einen Spaß gemacht. Für weitere Fragen bitte wendet euch an eure Klassenlehrer, die helfen euch da gerne weiter. Alles Gute und gesund bleiben! Pfiat euch! Pfiat euch!